Das ganze Ausmaß des Korruptionssumpfs unter Beteiligung führender Funktionäre sollte aufgedeckt, Transparenz geschaffen werden. In dieser Woche soll die Reform abgeschlossen sein. Die Zweifel an der angeblich schonungslosen Selbstreinigung bleiben groß. Wir müssen demokratisch sein, moralisch und ethisch fehlerfrei. Ich würde von Entwicklung, von einer notwendigen Entwicklung sprechen. Die sogenannte FIFA-Reform ist eine Farce. Mir geht sie zu langsam. Die FIFA versteht nicht, wie hoch ihr Imageschaden wirklich ist, den sie reparieren will. Ein Name. Ein viel diskutierter. FIFA. Der Weltfußballverband will etwas loswerden, ein Image, ein eindeutiges, des korrupten Sportverbandes. Nur als sie hörten, wie sie reformieren sollten, waren sie dazu nicht bereit. Sie können auch nicht erwarten, in 9 oder in 10 Monaten, dass man hier plötzlich eine Lösung hat. Dieser Reformprozess ist eine PR-Übung. Die Reform. Ein Wort, dieses große Wort, ist done inside our family. Reformen in der Familie wollte die FIFA und ihr ewiger Präsident Sepp Blatter auf den Weg bringen, wegen immer neuer Korruptionsfälle auf höchster FIFA-Ebene. Persönliche Bereicherung rund um die WM-Vergaben, Bestechung im Zusammenhang mit der Vergabe von Fernsehrechten, Korruption eben in eben jener Familie. Der FIFA-Kongress in Budapest vor einem Jahr. Hier sollten erste Reformen verabschiedet werden, vom externen Beratungsgremium IGC vorgeschlagen. Diese Woche beim diesjährigen Kongress auf Mauritius sollten die Reformen abgeschlossen sein. Nur welche Reformen? They were certainly ignoring our recommendations. Die FIFA hat unsere Vorschläge ignoriert. Annapolis an der Ostküste der USA. Im 18. Jahrhundert mal Hauptstadt gewesen, heute Sitz der Marineakademie. Alexandra Vragi leitet die Antikorruptionsorganisation Trace International und saß lange im externen Beratungsgremium IGC, das die FIFA für Reformvorschläge selbst angeheuert hatte. Well, it's been a frustrating process. Es war ein frustrierender Prozess. Because FIFA has been resistant in the Weil die FIFA end. Resistent war für alle unsere Vorschläge zur Korruptionsbekämpfung. Das FIFA-Exekutivkomitee, der Vorstand der FIFA, lehnte so gut wie alle Vorschläge ab. FIFA-unabhängige Mitglieder im Exco abgelehnt. Externe Überprüfung von FIFA-Offiziellen abgelehnt. Offenlegung der Boni und Gehälter oder Beschränkung der Amtszeit nicht entschieden. Alexandra Vragi trat daraufhin als einzige aus dem IGC aus. Ein Unternehmen kann ja sagen, die und die Vorschläge können wir so nicht umsetzen, gibt es eine andere Möglichkeit. Dann diskutiert man miteinander, aber das fand bei der FIFA nie statt. Und das ist ungewöhnlich? Ja, das ist einzigartig. Die FIFA und ihre Einzigartigkeit. Ein öffentlich verkündeter Reformprozess ohne wirkliche Reformen, mit Beratern, auf die man nicht hört. Schauen Sie, andere große Unternehmen von Weltrang haben auch eine Zeit gebraucht, bis sie das umgesetzt haben, was jetzt die FIFA umsetzt. München Strafjustizzentrum. Der einzige größere Reformschritt, den die FIFA bisher umgesetzt hat, ist die Zweiteilung ihrer Ethikkommission mit einem externen Ankläger aus den USA und einem externen Richter. Der sitzt im Hauptberuf hier, wo gerade der NSU-Prozess stattfindet. Hans-Joachim Eckert gilt als erfahrener Strafrichter, hat große Korruptionsfälle wie den Siemens-Skandal verhandelt. Jetzt richtet er nebenbei über Korruptionsfälle in der FIFA. Ich bin nicht dazu angetreten, irgendjemandem ein Feigenblatt zu verpassen, um das ganz deutlich zu sagen. Wenn ich was finde, dann finde ich was. Wenn ich nichts finde, dann finde ich halt nichts. Das wirkte bei seiner bisher wichtigsten FIFA-Entscheidung vor 4 Wochen anders. Lange erwartet, der Abschlussbericht zur Korruption rund um die ehemalige Vermarktungsfirma ISL. Mehrere FIFA-Offizielle haben Schmiergeld bekommen, das war schon vorher bekannt.
Über FIFA-Präsident Sepp Blatter schreibt Eckart nur, dieser habe sich ungeschickt verhalten, obwohl er von Schmiergeldzahlungen wusste. Können Sie dann verstehen, dass in der Öffentlichkeit das Bild entsteht, dass Sie Herrn Blatter und der FIFA einen Blankoscheck ausgestellt Nein, haben? Nein, habe ich nicht. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich habe das, was mir zur Verfügung gestanden ist, im Bereich ASL geprüft, ob hier irgendetwas noch veranlasst ist in Richtung materielles Recht, also materiell heißt strafrechtlich, oder im Bereich der Ethikregeln. Das heißt, es ist auch nicht damit zu rechnen, dass gegen ihn ein Verfahren eröffnet wird? Ich wüsste nicht, auf welcher Basis. That's absurd. Das ist absurd. Washington DC, Stadtteil Georgetown, Treffen mit David Larkin. Er hat Change FIFA mit begründet, eine Initiative, die sich mit den Abgründen des Weltfußballs beschäftigt. This is not a transparent organization. Die FIFA ist ja keine transparente Organisation. What's absurd about the proposition, absurd ist, den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Bin Hammam wegen Interessenkonflikten nachträglich zu verurteilen. Und bei Sepp Blatter soll das bei all den Vorwürfen nicht gelten? Das ist scheinheilig. Die FIFA und ihre Einzigartigkeit. Ein öffentlich verkündeter Reformprozess, der den jahrelangen Präsidenten nicht mit einschließt. What is clear is that advocate a stronger FIFA, a more democratic FIFA, a more ethical FIFA. Wir brauchen eine demokratischere, ethischere FIFA. Zürich, Schweiz. Hier ist nicht nur die FIFA zu Hause, sondern auch viele ehemalige FIFA-Offiziell. Nur von denen redet kaum jemand. FIFA-Abfindungen fürs Schweigegelübde. Jérôme Champagne war lange hochrangiger FIFA-Mitarbeiter, Direktor und stellvertretender Generalsekretär. Bis zu seiner Entlassung 2010, über die auch er nicht spricht. Er verkauft sich als gut vernetzter Vordenker im Fußball und als möglicher Kandidat für die Nachfolge von Sepp Blatter. We need to go to move much farther. Wir müssen viel mehr reformieren. Die Sitze im Exekutivkomitee fairer unter den Kontinenten aufteilen, den Verbänden mehr Macht geben, Spieler und Clubs viel stärker mit einbeziehen. Und da ist noch eine Diskussion. Champagne fordert auch eine Untersuchung der WM-Vergaben, vor allem an Katar. Die soll schon im Gange sein, heißt es. Die FIFA und die Korruption. Hier, so denke ich, hat die FIFA schon noch Hausaufgaben zu machen. Magglingen, das Sportzentrum der Schweiz. Gerade entsteht ein Gesetz zur Bekämpfung von Korruption in Sportverbänden in dem Land, in dem über 50 internationale Sportverbände ihren Sitz haben. Matthias Remund ist der Direktor des Bundesamts für Sport, die FIFA und die Korruptionsbekämpfung. Er hat eine interessante Forderung. Ich würde mir wünschen, dass das IOC Normvorgaben machen würde. In der Führung und in der Compliance von internationalen Sportverbänden. Und ähnlich wie im Dopingstatut, wer diese Regel nicht akzeptiert, ratifiziert und lebt, soll nicht an Olympischen Spielen teilnehmen können. Our game is a big business. Die FIFA, das große Geschäft und die Korruption. In einer Organisation, in der der Korruption beschuldigte Präsident noch vor einem Jahr dem mittlerweile der Korruption überführten Ehrenpräsidenten dankt. Joao Havelange, our honorary president. In einer Organisation, in der in nicht mal drei Jahren ein Drittel des Vorstandes wegen Korruption ausgetauscht werden musste und trotzdem noch hohe FIFA-Pensionen bekommt. In der die Ethikkommission nach Informationen von Sport Insight nun auch noch gegen das Exekutivkomitee-Mitglied Hayatu ermittelt. In so einer Organisation wäre ein Rücktritt des Präsidenten Blatter zu erwarten. Es ist klar, dass eine solche Organisation einen neuen Start braucht. Dieser Weltverband, die gesamte Fußballwelt, muss sich bewegen. Wenn irgendeine andere Organisation so viele Skandale erlebt hätte wie die FIFA, wäre der Chef schon längst vor Schande zurückgetreten. They would resign.
Sport Inside macht Sommerpause. Wir wünschen eine gute Zeit.